So, hallo Leute. Heute kommt nur das Video, was ich schon an anderer Stelle angekündigt hatte. Und zwar mal zur Stärkebestimmung eines Tabaks. Weil ja doch oftmals die Diskussionen, naja, nicht unbedingt ausarten, aber es gibt immer wieder Diskussionsstoff. Ist ein Tabak nur stark? Ist er leicht? Ist er medium? Oder was ist er auch immer? Was natürlich auch damit zu begründen ist oder zu erklären ist, dass jeder den Tabak subjektiv völlig oder einen Tabak subjektiv völlig anders wahrnimmt. Das hat was damit zu tun, dass die Biologie im eigenen Körper anders funktioniert, dass man eine gewisse Nikotingewöhnung hat, weil man halt noch Zigaretten raucht oder auch Zigarren oder sowieso von Hause aus stärkere Tabak raucht. Oder aber auch, was hat man vorher gegessen, wie ist die allgemeine Tagesform, ist man sogar, ob man gut drauf ist oder schlecht drauf ist, was ja auch den Geschmack sogar beeinflusst. Also da gibt es wirklich hunderte von Faktoren. Kein Moment, ich muss mal einen Schluck trinken. Und die auf das subjektive Empfinden oder Stärkeempfinden eines Tabaks Einfluss haben. Ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, war das die Gelegenheit, an einer Veranstaltung teilzunehmen, bei der ein Tabakblender mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und zwar war das der Didier Hufnagel. Er kommt jetzt zwar aus der Zigarrenbranche, aber Tabakblenden ist Tabakblenden. Und die Methoden oder die allgemeingültigen Sachen, die er dort uns erklärt hat, sowohl über die Tabakpflanze, über Tabakanbau und Tastings und Stärkeermittlung und auch Abbrennverhalten und so weiter, waren doch sehr interessant und ich habe eine Menge gelernt. Einiges meines gesunden Halbwissens, was ich vorher hatte, habe ich dort über Bord geworfen oder konnte ich danach über Bord werfen. Und die Methode zur Stärkeermittlung von Tabak wollte ich hier einfach mal kurz vorstellen. Ich habe mir dazu einen mittelstarken Tabak ausgewählt, den Capstan Original Navy Cut. Er ist medium stark, nebenbei noch recht lecker. Ich rauche ihn in meiner Cabinetto Bulldog. Ja. So, habe die Pfeife schon zur Hälfte geraucht gehabt. Sie ist jetzt natürlich wieder ausgegangen und ich werde sie jetzt einfach nochmal anmachen und ich werde diese Methode jetzt einfach mal vorführen und danach mal ein bisschen was dazu sagen. Feuerzeug da. Also die Pfeife muss dazu wirklich gut im Gange sein. Falls sie dann heiß werden sollte, einfach abkühlen lassen und dann in Ruhe weiterrauchen. Also man zu dieser Methode nicht einfach nur dran nippen, sondern man muss wirklich den Mund voller Rauch haben. Und dann den Tabak so langsam wie geht aus der Nase wieder entweichen lassen. Also nicht rausblasen so am Stück, sondern halt langsam. Das heißt also, man muss die Nüstern zu gut Deutsch wirklich öffnen. Und dann merkt man relativ schnell je nach Stärke des Tabaks, ein dezentes bis wirklich beißendes Ziehen unter den Augen, also in den Nasennebenhöhlen. Und die Kräfte oder die Stärke oder diese Intensität dieses Ziehens in den Nebenhöhlen, respektive die Menge der Tränen, die dann fließen, sind ein mit normalen Hausmitteln zu gebrauchender sehr guter Indikator für die Stärke des Tabaks. Warum das so ist, weiß ich nicht, er hat es damals auch erklärt, habe ich aber mittlerweile vergessen. Ich habe diese Methode bei vielen Pfeifentabaken als auch bei Zigarren angewendet und festgestellt, stimmt. Also klar, mit ein bisschen Übung und ein bisschen auch Gewöhnung hat damit auch zu tun, kann man dort sehr gut ermitteln, wie stark ein Tabak wirklich ist. Also so ein Irish Flake, der brennt richtig. Also das tut dann schon ein bisschen weh und da fließt auch die ein oder andere Träne. So ein OGS, also ein Oregon Sliced oder so ein Sam's Flake von Sammy Gavitz, die lösen da nicht allzu viel aus. Das ist auch, man merkt dieses Brennen auch, aber es ist bei weitem nicht so intensiv. Nur mal so als Beispiel. Und wie gesagt, ich benutze diese Methode jetzt seit diesen 2 Jahren, seit diesem Event, was wir dort hatten, und kann eigentlich nur sagen, ja, es funktioniert. Funktioniert wunderbar und sie ist auch relativ oder doch mehr objektiv oder wesentlich objektiver als als die einfache Aussage, nee, der Tag ist nicht stark, weil ich habe gerade vorher ein halbes Schwein auf Toast gegessen und wiege 120 Kilo und mir macht das sowieso nicht aus.
Und wenn dann jemand daherkommt, der die Hälfte wiegt, von Hause aus nur leichte Tabak geraucht und kein halbes Schwein auf Toast, sondern nur einen Salat gegessen hat und der läuft hinterher grün an und kippt um. Ja, das sind dann halt doch eher subjektive Geschichten. Gut, das Thema wäre dann jetzt damit erledigt. Probiert es einfach mal aus. Es kostet teilweise ein bisschen Überwindung. Fangt nicht gleich mit den stärksten Tabaken an und raucht eine Pfeife wirklich ungefähr bis zur Mitte, so dass man dann wirklich dieses Normalmaß hat. Man kann es natürlich auch probieren am Anfang, Mitte, Ende einer Pfeife, um zu sehen, wie sich so ein Tabak entwickelt, weil nach unten hin natürlich durch das Kondensat sich die Zusätze oder die Stoffe dann doch mehr anreichern. Das zweite Thema, was ich heute mal kurz anreißen wollte, ist das Thema dieser ganzen Tastings, Reviews. Dort hat sich dieser hat sich die nämlich auch ein bisschen drüber ausgelassen oder hat ein paar Sachen so erklärt, wie die in den Firmen das machen. Also die haben dort definitiv keine esoterischen Geschmacks-, Geruchs-, Aromen-, Bestimmungsräder. Die haben dort auch keine Tausenden von völlig abstrusen Aromen, die dort definiert werden. Also da ist nicht die Rede von Sickel-Maiglöckchen-Aroma vom Südhang der Alpen oder Grauschiefergeschmack vom Steinbruch im Erzgebirge, sondern die haben dort ihre Einteilung, ich glaube es waren 24 oder so, im Detail nachher, also grobe Einteilungen sind halt wirklich so eher erdige Aromen. Wo dann natürlich so Torf und sowas mit reingeht. Dann diese tierischen, das Ammoniak, Leder, irgendwas in der Richtung. Diese herbalen Geschichten, also wo dann halt einfach mal über pflanzliche Aromen geredet wird. Und die Fruchtaromen, also fruchtig. Da wird auch nicht großartig unterschieden zwischen fruchtig, Schrägstrich Vanille oder Himbeer oder was weiß ich, sondern die haben dort halt dort auch nur bestimmte, also entweder Zitrusaromen. Da wird nicht zwischen Grapefruit, Limette und was weiß ich unterschieden, sondern das sind dann halt Zitrusaromen. Und so bestimmen die halt beim Tasten diese Tabakaromen oder auch diese Geschmacksrichtung, weil die Tabake, ich rede jetzt nicht von Casings oder von Flavoring, also irgendwelchen Additiven in Geschmacksrichtungen, die dort hinzugefügt werden, sondern von den wirklichen Naturtabaken oder naturbelassenen Tabaken, nach der Fermentierung natürlich, die haben eigentlich alle irgendwelche Grundrichtungen. Also ob das der Burley ist mit seinem schokonussigen Aroma, ob das der Virginia ist, der teilweise dieses leicht grasige, heuige hat, oder der Kentucky, der ziemlich rauchig, erdig, Lederrichtung geht. Die sind alle gleich. Also da gibt's nicht viele Nuancen. Die treten halt mal mehr und mal stärker in den Vordergrund, je nachdem, wie die Tabaks geblendet sind oder Tabake geblendet sind. That's it. Das war's dann auch schon. Also da ist nicht irgendwelches Voodoo oder welche schwer philosophischen Abhandlungen für notwendig, um da diese Sachen zu ermitteln. Deswegen neige ich auch eher dazu, in meinen Reviews nicht unbedingt zu ausschweifend zu werden. Sondern halt, ich richte mich da so ein bisschen nach dem, was er mir da oder was er uns da damals erzählt hatte. Irgendwo habe ich auch noch das Buch von ihm oder so ein Begleitbuch, was er dort hatte. War, glaube ich, auch nicht unbedingt erhältlich im Handel. Weiß ich nicht, muss mal gucken, wo ich das habe. Da ist auch eine Grafik drin, wo diese Geschmacksbestimmungsrichtungen dort abgebildet sind. Ja, du kannst natürlich der eine oder andere behaupten, ja, der macht ja Zigarren und so. Das ist aber egal, weil Tabak ist Tabak und ob der jetzt nur für eine Zigarre verwendet wird, die Aromen sind in einem Tabak für Zigarren genauso enthalten wie in einem Tabak für Pfeifen. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Casings oder Flavorings. Also wenn da natürlich noch ein Vanille, Rum, Whisky, whatever Aroma dazugefügt wird, es ist ein anderes Thema, aber es geht halt um die Grundaromen, die Tabake von sich aus mitbringen und die sind nicht so viele. Das letzte Thema, was ich noch anschneiden wollte, weil das kam auch schon öfter auf und ich fand es halt immer so leicht amüsant, teilweise, ohne jetzt arrogant wirken zu wollen, wenn so immer so ein bisschen so anhand der Farbe der Asche über die Qualität des Tabaks philosophiert wird. Also, die Farbe der Asche eines Tabaks sagt nichts anderes aus als die Bestandteile, die nicht verbrannten anorganischen Bestandteile, die in dem Tabak enthalten sind. Das heißt, jeder Boden, jede Fläche, auf der Tabak angebaut wird, hat einen anderen
eine andere Zusammensetzung. Mehr Kalzium, mehr Phosphor, weiß der Geier was drin, Stickstoff, Nitrate, was auch immer. Und diese sind natürlich auch in der Pflanze enthalten und diese werden beim Rauchvorgang nicht verbrannt. Und diese geben einen Aus, geben, ja, sorgen dann halt natürlich für die dementsprechende Farbe des Tabaks. Also ob eine Asche nur wirklich rein weiß ist, ob sie grau ist oder schwarz bleibt, hat primär oder in erster Linie mit der Qualität des Tabaks überhaupt nichts zu tun, sondern man kann höchstens, also ein Chemiker zum Beispiel, der auch das Hintergrundwissen hat über die Anbauflächen, kann halt höchstens daran ermitteln, wo der Tabak angebaut wurde. Das sagt nicht darüber aus, ob die Ernte gut war, ob die Ernte schlecht war, ob die Tabake zu früh geerntet wurden, zu spät geerntet wurden, ob die Fermentierung in Ordnung war oder wie auch immer. Weil die Fermentierung hat nichts mit den anorganischen Stoffen zu tun, sondern lediglich dient, oder dient lediglich der Umwandlung der organischen Stoffe. Und das ist alles. Ja, ich hoffe, ich habe da mal so ein bisschen Klarheit schaffen können. Und ja, das war es dann von mir. Und also meine kleine Pfeifen-Tabakstunde, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Und ich wünsche allen noch einen schönen Restsonntag. Ciao.